Ja. Das riecht nach Ärger. Naja, also von dem muss ich wirklich sagen, bin ich überhaupt nicht begeistert. Von den Tunnelgräbern, muss ich wirklich sagen. Also die haben mich überhaupt nicht überzeugt. Eher im Gegenteil. Muss ich ehrlich sagen. Also es war ein interessanter Denkansatz, aber im Grunde hätte man sich auch sparen können. Wachsen stetig, Sire. Wirklich. Also das hätte man sich wirklich schenken können. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, das wird bald vorbei sein. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Weil das erste Brot kommt auch schon. Perfekt. Die Getreidefelder sind fleißig am Sprießen. Und ich habe kein Holz. Scheiße. Oh, warte mal. Das Volk liebt euch, my Lord. Der Angstfaktor hat schon wieder abgenommen. Das Volk lässt euch hochleben, euer Gnaden. Drei? Dry wollt ihr haben. Dann kriegt ihr Dry. Und Dry. Zack. Zack. Und zack. So, da habt ihr eure drei. Das Volk huldigt euch, Sire. So, und so schon ist die Zufriedenheit wieder gut. Und es kommt ein bisschen Holz rein. Gut, die arbeiten da. Das ist gut. So, und jetzt haben wir auch endlich mal genügend, um da mal... Ne? Also zumindest ein zweiter Muster sein. Weil guckt euch mal den Stapel da an. Die arbeiten ja schon gar nicht mehr. Weil das zu viel ist. Gut, das Brot rollt auch an. Das ist sehr gut. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wir haben gerade mal 9 Leute von denen verloren. Und dafür, dass wir kopfüber reingestürmt sind, geht das ja noch. Ja, in Bewegung. Das geht wirklich noch. Jawohl. Schon gut. Schon wieder ein Gang. Was wünscht ihr? Los. Ein Bogenschütze hat es gerade mal geschafft. Ein einziger. Sire? Von der Gruppe. Scheiße. Ein einziger, das ist wirklich nicht viel. Gegenteil, das ist sogar erschreckend wenig. So, wie viele Bauern haben wir jetzt übrig? 6. Ja. Wie sehen wir mit Holz aus? Haben wir den Holzengpass überwunden? Soweit sieht es so aus, dass dem so ist. Das ist gut. Wir bauen aber trotzdem nochmal erstmal eine Bäckerei, eine weitere. Haben wir denn sonst noch irgendwo Holz, das sich lohnt abzubauen? Außer da unten irgendwo, nirgendwo. Da oben wäre da noch vielleicht was, ja. Es ist alles schon zugebaut, das ist das Blöde. Sonst hätte ich da nämlich noch ein Tor hinsetzen können. Obwohl. Wie viel Stein haben wir gerade auf Kante? 18. 18 ist jetzt nicht so viel, aber wir können kaufen zur Not. Und speichern. Ich sollte eigentlich die Türme nicht zu weit auseinandersetzen, ne? Aber hier geht schon gar kein Tor mehr. Hier hinten höchstens, ja. Also hier geht auf jeden Fall noch einer. Sonst hätte ich nämlich gesagt, ich hau da noch ein Tor rein. Aber, hä? Ja. Ich denke mal, das wäre eher eine Kontra... Obwohl, nö, eigentlich nicht, sehe ich gerade. Haben wir da ein Tor mehr? Waffen geschultert! Ihr wandert alle da drüber. Bereit, darüber. Eure Lordschaft, zur Stelle! Der Turm wird niedergerissen. Und dann hauen wir da einfach ein Tor hin. Zack. Ja, ist klar. Stein haben wir jetzt gerade nicht so viel. Ist aber okay. Weil ich erinnere mich nämlich nur an den Kommentar, wo es hieß, ruhig etwas aggressiver expandieren. Und da ist so viel Holz, da würde ich da nämlich nochmal ein paar Holzfällerhütten hinzimmern, dass wir nochmal ordentlich Holz rankriegen. Guten Morgen, eure Lordschaft. Guten Morgen. Achtung! Achtung! Und Marsch! Und Arsch! Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire.
Das ist gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Sehr schön. Holz kommt rein. Eins, zwei. Und drei. So. Wie sieht es aus, Jägersmann? Jägersmänner? Hier ist, glaube ich, kein Wild mehr in der Nähe. Und Brot läuft wirklich gut. Da ist noch Wild, ja. Also die beiden lohnen sich noch. Ich würde nämlich fast sagen, den und den reißen wir ab. Die haben ihren Dienst getan. Mann. Aber es läuft langsam. Das kann man wirklich so sagen. Langsam läuft es. Ich glaube, so langsam haben wir das. So. Genau, Bäckerei wollte ich nochmal eine sechste bauen. Als Ersatz für die Jägershütte. Ach, da ist gerade Wild mitten in der Burg. Was ist das denn? Das Wild fühlt sich so wohl, dass es einfach schon mitten in der Burg ist. Auch nicht schlecht. So kann man es auch machen. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Und viele Armbrüste sind da. Ja, das ist okay. Dann können sie da noch mit hin. Also jetzt momentan, vorsichtig formuliert, läuft es. Siehst du, ein Holz kommt auch vor die Hütte. Das ist gut. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja. Mein Bogen ist euer. Das Volk huldigt euch, Sire. Ich weiß, es werden manche wahrscheinlich sagen, Lars, du musst dich um die Steuern kümmern. Ja, ich weiß. Wartet, worauf wartet der denn? Ich muss wahrscheinlich die Hopfenproduktion nochmal anreizen, wa? 4 Hopfen ist jetzt nicht so viel. Aber wir müssen erstmal das Holzproblem in den Griff kriegen. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Waffenkammer hat zwar Rüstung drin, aber keine Distanzwaffen. Die Männer der Schlange wurden gesichtet. Was nun, Sire? Toll. Muss er jetzt schon wieder kommen? Muss das sein? Na, ich kann nur die Streikkolben kaufen. Na, endlich! Bewegung! Na los! Brot rollt. Also Brot ist momentan wirklich unser geringstes Problem. Wo rennt der denn ganz hin? Ach, da hinten. Ach, du Schande. Da hat er so einen einzelnen Fuzzi dahin geballert und das war's dann. Ja, super. Das ist ja auch unwahrscheinlich hilfreich, wenn er nur einen hat. Mir gefällt das nicht, dass der Turm da unten noch so nackt ist. Das gefällt mir gar nicht. Und ich sehe auch schon, dass ich die Burg noch weiter vergrößern muss. Weil wir brauchen auch noch eine ausgeprägte Hopfenproduktion. Die haben wir auch kein nicht. Kein Bier, my Lord. Ja, deswegen nämlich. Wir haben kein Bier. Was schlecht ist. Weil wir müssen die Motivation so hoch kriegen, wie es geht. Euch, und Angstfaktor alleine reicht dafür nicht aus. Da müssen wir uns auch noch um die Religion kümmern, ein Bier ausschenken. Ne, vielleicht auch noch Nahrung, sofern es geht. Aber ich glaube, Nahrung wäre, wenn das schwierigste Unterfangen. Jo, 3 Männer mit Holz. Geil. Ja, wenn wir Holz nicht kaufen können, müssen wir es uns eben halt so beschaffen, ne? Ist ja nun mal so, meine Damen und Herren. Ja, ich speichere jetzt ein bisschen. Eine Botschaft der Schlange. Ihr schon wieder.
Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Hm. Da kommt er schon. Und er hat Leiterleute dabei. Habe ich mir gedacht. Warum gibt es eigentlich hier hinten keine Leiter? Das wäre keine Dings. Das wäre doch logischer, dass wir die hier hinten abreißen. Dann hätte ich hier nämlich noch einen schönen Turm hinsetzen können. Oder dann später noch ein paar Distanzkämpfer rauf können. Aber leider brauchen unsere Leute ewig, bis sie da mal in Gange kommen. Das ist das Problem, das wir haben. Die da unten sind mir ein bisschen zu schwach ausgestattet. Ja, alles klar, alles Armbrüste. Hervorragend. Bin zur Stelle. Mit anderen Worten, sie werden wahrscheinlich unseren... Achtung! Gibt's? ...unseren frisch gebackenen Bogenschützen so derart über den Haufen schießen. Ja, Herr. In Bewegung. Na, wir gucken mal. Also so wie es aussieht, wird es auf jeden Fall eine ausdauernde Mission, so oder so. Also alleine, wenn ich schon sehe, was er uns entgegenwirft, alleine an Armbrüsten schon. Also die Streitkolbenträger von ihm sind kein Problem mehr. Jetzt, wo wir die Armbrüste haben, die hauen die weg. Aber seine Armbrüste sind das Problem. Aber man hat ja gesehen, wie unsere die Bogenschütze weggehauen haben. Also man sollte wirklich eine Kombination aus Bogenschützen und Armbrüsten haben. Bin zur Stelle. Und massive Türme haben wir leider noch nicht, die Belagerungswaffen beherbergen können. Ja, ich weiß, dass das auch geht. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Da später sogar Belagerungswaffen verfügbar sind. Mein Herr? Was wünscht ihr? Na, ich hätte ihn mal draußen lassen sollen. Auf ins Getümmel! Bewegt euch! Der Feind ist bezwungen! Oh, das ging ja doch besser als erwartet. Wie schnell er auch einfach wegteleportiert wurde. Ja, perfekt, das hat doch gut geklappt. Irgendwie braucht er immer so ein bisschen bei der Auswahl, habe ich so das Gefühl. Also entweder bin ich dem Spiel ein bisschen zu schnell, oder das Spiel lädt nicht so schnell. Ja, Holz haben wir gut vor der Hütte, würde ich mal sagen. Also ich glaube, Holz war mal unser Problem. Oh Gott. Also Holz dürfte mittlerweile wirklich kein Problem mehr darstellen, würde ich mal sagen. Ah. Achtung! Sire! Vorwärts! Aber ich fand es interessant, dass er hier unten schon wieder lang kreuchte. Das müssen wir mal ändern hier. Wie ändert man das am besten? Genau. Wir setzen einfach eine Mauer dahin. So. Es war eigentlich blöd, aber egal. Die Leute sollen ja rausgehen können. Zumindest die Jäger. So. Nur, dass er im Belagerungsfall halt nicht mehr die Möglichkeit hat, da Mist zu machen. Davon mal ab. Die Truppen der Schlange greifen an. Schon wieder? Das geht ja echt schnell. Der Typ gibt nicht auf. Er greift mit Wölfen an. Alles klar. Habe ich verstanden. Der greift ja echt schnell an. Unsere Schatzkammer leert sich. Ja, ich weiß. Bin zur Stelle. Na, endlich. Eure Befehle? Das Volk huldigt euch, Sire. Das Volk glaubt, ihr seid von äußerst gutem Wesen, Sire. Wir sollten vielleicht nochmal die Kampfstärke unserer Leute nochmal ein bisschen erhöhen. Sehe ich auch so. So. Damit läuft das. Das Volk glaubt, ihr seid von äußerst gutem Wesen, Sire. Da fehlt noch was. Jetzt nicht mehr. So, damit haben sie jetzt einen Kampfbonus von 25%. Das sollte ausreichen, um den Gegner über den Haufen zu schießen. Mann,
Ja, ich weiß, es ist schlimm mit dem Husten. Ich find's auch nicht gut. Sag ich euch, wie es ist. Ehrlich. Aber so ist das nun mal leider momentan. Du gehst mal auf Armbrüste, bitte. Holz haben wir mittlerweile wirklich mehr als genug vor der Hütte, also das läuft. Da brauche ich mir mittlerweile keinen Kopf mehr drum machen. Stein ist da, das ist gut. Bevor ihr hier anfängt loszupoltern wie so ein Irrer. Außerdem hätten wir hier eine wunderbare Möglichkeit, einen weiteren Turm hinzusetzen. Jetzt kommt er dann nämlich nicht mehr ohne weiteres rum. Hoffe ich jedenfalls. Oh, entlegene Dörfer sahen eine Sag mal. Auf dem Weg in diese Richtung. Der greift doch gerade erst an. Jetzt kommt er schon mit dem nächsten Trupp. Was soll denn das? Also man kann es wirklich auch ein bisschen übertreiben, ne? Muss ich ja schon sagen. Also ein bisschen übertrieben ist das schon. Was heißt ein bisschen? Es ist sehr übertrieben. Irgendwann muss er auch mal wirklich gut sein. Kommen die da überhaupt rüber? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ganz schlecht jedenfalls. Dann ändern wir das mal. Nein, es ist der Gegner zu nah. Wir benötigen Steine. Nee, wir haben keinen Stein. Nein. Ich will das Stück Mauer dahin haben. So. Bin zur Stelle. Ja. Hoffentlich reicht das, dass er umkehrt. Ja, ist klar, unsere Bogenschützen tötet er. Was gibt's? Raus mit euch. Ihr müsst euch leider darauf vorbereiten, die abzufangen. Kommen die von da hinten nicht ran? Doch, meine ich doch. Ich dachte, jetzt kommt schon der nächste Trupp. Bogenschützen bereit. Ja, die Bogenschütze, die erschießt er, ich weiß. Aber was soll ich machen? Ich habe gerade nichts anderes. Achtung! Waffen geschultert! Ja, Herr? Wie soll das gehen? Oh, Alter, was für ein Bolzenhagel. Der Schlange greifen an. Ja, toll, super. Geil. Echt. Zwei Offensiven hintereinander. Wie soll das denn aufhalten? Ihr seid ja witzig. Echt. Das ist, finde ich, wieder so klasse am Spiel. Warum lässt er mir... Er lässt mir nicht mal eine Sekunde mal Zeit, um mich zu formieren. Nicht eine Sekunde. Kommt sofort mit der nächsten Truppe. Sofort. Instant. Direkt. Direkt in die Fresse. Der ist immer noch nicht fertig. Der ist immer noch da. Was soll das? Bewegung! Na los! Mein Gott, ich muss noch mal ein bisschen Zeit haben, dass ich mich hier mal formieren kann. Eure Befehle? Rücken ja, aus. Toll. Bin zur Der Stelle. Ballert mir den gesamten Turm leer hier. Klasse. Ja, weil er unbedingt gleich direkt die nächste Welle schicken musste. Was soll das? Lass mir doch mal ein bisschen Zeit. Unsere Lebensmittel Meine Fresse. Wachsen, ja, toll. Es kann doch nicht so schwer sein, mal ein bisschen mehr Zeit einzuräumen. Meine Fresse nochmal. Man muss sich auch mal von einem Angriff erholen können. Und nicht einfach nur, joa, gleich direkt der nächste in die Fresse. Meine Güte. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich auch so ein Punkt, den muss ich wirklich kritisch anmerken. Ich finde das nicht gut. Ich finde, man sollte auch mal die Zeit haben, gegebenenfalls, um sich mal neu formieren zu können. Und das kannst du hier nicht. Weil hier kriegst du sofort nächster Streich direkt in die Fresse. Ehe du dich versiehst, gleich zack, nächster Angriff. Nächster Angriff, nächster Angriff. Du hast keine Möglichkeit, dich zu erholen. Weil jetzt kommt er schon wieder. Und jetzt nutzt er natürlich die Schwachstelle, die er aufgeboten hat. Was scheiße Was ist. Wünscht ihr ja endlich? Das ist Mist, Leute.
Das geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. So. Hau ich ihnen da eine Mauer vor. Pech gehabt. Kommst du da nicht durch. Ah, jetzt ist er zu nah dran. Aber er dürfte da so oder so nicht durchkommen. Nein, er geht auf die Mauer. Scheiße. Nein, Kacke. Es geht auf die Mauer. Und los, Prozess. Er schießt die Sau.